Seid herzlich gegrüßt wieder mal hier in oder auf Barrand. Yep, ich habe versucht, mich hier so ein bisschen einzufühlen, aber mit meinen Fähigkeiten sieht es ein bisschen mau aus. Ne? Also zum Beispiel wurde ich gefragt, auch ob ich gerben kann. Ich habe es hier in dieser Version nicht, also beziehungsweise in diesem Spielstand oder in diesem übernommenen Spiel leider nicht. Was gibt's noch? Ich habe mir regelrecht etwas aufgeschrieben und zwar auch dank eurer Kommentare, wie zum Beispiel, Moment, was haben wir? Wulfias dritter Kreis lernen. Na gut, das hat keiner geschrieben. Was mit dem Leder angeht, ne? Also ich sollte doch mal Leder gerben. Da müsste ich auch wieder zurück nach Tamora. Nee, Quatsch, wohin müsste ich denn da? Ja, nach Tamora, richtig. Da waren ja die beiden Lehrer, ja genau. Die Jägerchen, und da werde ich mal eben hinfetzen nach Tamora. Also überspringe ich ganz schnell mal eben, ne? Ihr kennt das ja von mir. Oh, was eine Rennerei. Es gibt hier irgendwie noch keinen Teleportstein, beziehungsweise ich habe keinen gefunden, um hier zum Ernst zu kommen. Ganz wichtig, erstmal müsste ich wieder mal meine Paladin-Rüstung anziehen. Weil ich will ja wieder erstmal aufs Schiff und mal gucken. Genau. Bring mich zum Schiff. Gut. Es geht sofort los. Sofort. Ja. Okay, jetzt sind wir hier. Dann gehen wir mal hier aufs Vorderdeck, Oberdeck. Zum, wie heißt denn der nochmal? Baldwin. Zip. Wir müssen Varand verlassen. Ich segel jetzt wieder zurück nach Varand. Achso, das ist wieder zurück. Okay. Also bin ich mal gespannt. Wir müssen Varand verlassen. Und warum? Ich habe noch etwas Wichtiges zu erledigen. Ah. Nun gut, ich vertraue dir. Segeln wir erstmal auf die offene See und dann sag mir, wohin du willst. Auf die offene See, jetzt bin ich ja mal gespannt. Jetzt bin ich mal gespannt, ob ich wieder zu dieser, wo ich Dandolo gefunden habe, zu dieser Insel, ob die noch da sind, weil so wie es aussieht, war das wohl eine einmalige Aktion. Nee, da hinten sind wieder diese komischen Piere. Oder diese. Ja. Nee, schlecht. Ja, weil ich habe nämlich einen Schalter nicht für gesehen. Für den König. Ja, für den König ist gut. Jetzt gehe ich wieder hoch. Und habe eine Flaschenpost übersehen. Das habe ich übrigens im Schnitt, habe ich das eben gesehen. Aber ich war ja beschäftigt mit dem Wassergolem damals. Okay, Baldwin. Wohin können wir jetzt segeln? Wohin können wir jetzt segeln? Bestimme den Kurs selbst. Na also, jetzt bin ich ja der Captain hier oder was. So, dann zur Insel Tamora. Segeln wir zu der Insel Tamora. Gut, wir werden sofort lossegeln. So, und dann mache ich das nämlich so, dass ich dann halt eben mich wieder einblende, wenn ich bei den beiden Jägern bin, um das Gerben zu lernen. Hallöchen, Hans und Markus. Wer kann mir das Gerben beibringen? Das ist Umbang. Ja, genau, ein Handwarnatsch. So, zeig mir, wie man jagt. Bring mir das Fällen von Gerben bei. Bring mir das Gerben von Fällen bei. Wenn oder du die nötige Erfahrung mitbringst, warum nicht? Wildschweinhäute eignen sich besonders gut, wenn du Leder für die Rüstungsverstärkung verwenden willst. Die Felle sollten zuerst gut gereinigt werden, bevor du sie bearbeitest. Gehe hierzu an einen Gerbbaum und entferne mit Hilfe eines scharfen Messers die Haut vom Fell und von Fleischresten. Da die Haut nach der Bearbeitung nass ist, solltest du diese im Anschluss daran an einem Lederstand zum Trocknen aufhängen. Wenn du alles richtig gemacht hast, erhältst du hervorragendes Leder. Ja, das ist doch schön. Was kann er mir noch was Jagen beibringen? Ich kann dir nichts mehr beibringen. Ja, nichts mehr. Okay, dann haben wir ja schon mal Ledergerben gelernt. Dann wollen wir mal abspeichern. Denn zur Orientierung mal ganz einfach geguckt. Hier ist der Gerbbaum und ich guck mal, was ich... Lernpunkte 48. Ich möchte nämlich ganz gerne einen Gürtel schmieden. Also deswegen brauche ich ja auch Leder und dann später noch die Rüstung verbessern. Hier habe ich zum Beispiel Gürtel der Kraft. Der bringt mir immer nur 5. Kann ich ruhig auswechseln, wenn ich einen Geschicklichkeitsgürtel von 10 Geschick mir dann zusammenzimmere. Nicht? So, Wildschweinfell säubern. Wie viele denn kann ich machen? Oh, 20, 10 Gerben, 5. Machen wir mal 10. Wow, Questlederherstellung gelernt. Super. Ja, dann haben wir das. Jetzt mal überlegen, wo ich noch hin muss.
Jo, dann wären wir mal wieder zurück zum Fischerdorf, beziehungsweise zurück zum Schiff. Da jumpen wir doch mal. Welches war denn das? War es das oder war es das? Ich glaube, das war das hier. Ja, das war's. Ja, dann statten wir mal den Wulfias mal einen Besuch ab. Denn, soweit ich weiß, kann ich... hier, nochmal Magie beibringen. Okay. Ich muss in den Tempel von Ashtot. Um mich dort bewähren zu können, muss ich die Magie beherrschen. Das sehe ich ein. Ich werde daher von meinen Grundsätzen abweichen. Innos möge mir verzeihen. Sofern du über das nötige Magiewissen verfügst, werde ich dir die ersten drei Magiekreise beibringen. Ich hoffe, dass du mein Vertrauen nicht missbrauchen wirst. Ich bin nur von der Regel abgewichen, weil ich weiß, wie wichtig deine Mission für uns alle ist. Vergiss das nicht. Okay, habe ich denn jetzt den dritten Kreis? Unterweise mich. Oh, wollen erschaffen. Unterweise mich. Also, okay. Jo. Jetzt erstmal gucken, ob ich überhaupt wirklich bin. Von mir erfährt keiner was. Zweiter Kreis. Unterweise, ich möchte meine. Lehre mich. Da unten steht's doch. Ich lehre mich den dritten Kreis der Magie. Ja, die Zeit ist gekommen. Tritt ein in den dritten Kreis der Magie. Neue Zauber erwarten dich. Du wirst sie brauchen, denn das Böse ist nahe gekommen und nur mit der Macht Innos kann es aufgehalten werden. Ich habe dich nun alle Kreise gelehrt, die ich weitergeben kann. In die höheren Kreise muss dich allerdings ein anderer geleiten. Ich wäre mir da nicht so sicher. Ja, dann heile mich mal, falls ich segne mich. Ist das wirklich Na gut, okay. Dann wollen wir mal hier wieder raus und speichern ich kann mal ab. Es nicht glauben. Schauen wir mal hier. Blick auf die aktuellen Missionen oder allgemeine Infos. Leder herstellen ist jetzt gelernt. Dann gescheiterte Missionen. Korowskis Testament. Das hat mir Alain schon geschrieben, dass das jetzt gescheitert ist. Und warum auch, hat er auch geschrieben. Was gibt's denn noch? Ach, wir werden mal nochmal den Oberbefehlshaber anquatschen, dass wir jetzt weiter... Wo geht's denn jetzt hin? Ja, zu Sagitta. Warum? Das werde ich euch gleich erzählen. Wohin Stimme den... Ja. Nein, nach Korines. Segeln wir zur Hafenstadt Korines. Gut, wir werden sofort lossegeln. Tja, und da die Fahrt ein bisschen lange gedauert hat, habe ich mir mal einen dicken Wälzer über eine Legende mal hier angeguckt. Ich weiß gar nicht, ob ich den überhaupt aufgemacht habe. Eben nicht. Da geht es nämlich um die Drachenbluthöhle. Also, Seite 1 und 2, Seite 3 und 4 und Seite 5 und 6. Die werde ich mir jetzt, und 7 natürlich, die werde ich mir jetzt erstmal in Ruhe durchlesen. Ja, eine spannende Geschichte von Rainer von Brassel, Prediger und Chronist, über die mutige Senja, die nach ihrem Kind geguckt hat und dabei mit einem Spiegel einen Drachen getötet hat. Ja, ob das jetzt nur so eine fiktive Geschichte ist oder ob es auf Korines wirklich so eine Drachenbluthöhle gibt. Hehe, das könnt ihr mir ja mal schreiben. Wo wollte ich hin? Ach ja, zu Sagitta. So, da hinten ist ja schon mal der Innos-Schrein und mir ist aufgefallen, ich werde hier beharkt. Und zwar, hier sind nämlich noch Orks. Und auf dieser Seite sind Suchende. Also, weiß nicht, ob man, ja, da sind sie. Haha, toll. Tolle Nummer. Wie soll ich denn das jetzt wieder hinkriegen? Speichern. Und ein Unwetter wirken. Weiß nicht, ob das was bringt. Ich brauche ja mindestens 3 Stück. Ich mach dich fertig, ja. Ist klar. Ah, da ist sogar... Wieso bleib ich hier hängen? Mann. Das wird doch wieder nichts. Ja. Okay, ich gebe es ja zu, einen habe ich herauslocken können, da hinten aus der Ork-Truppe. Den habe ich mit ein bisschen Schmerzen
eliminieren können mit meiner Katana. Aber ich möchte ja meinen schwarzen Degen anziehen. Ja, das Lustige ist jetzt, da ist ja ein Armbrustschütze mit bei. Und das ist der hier vorne. Schwäche ich die jetzt mit dem Unwetter? Gespeichert habe ich. Also damit habe ich nicht gerechnet, dass ich jetzt auch noch sowas machen muss. Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Okay, lauf hin. Ich mach dich fertig, Mora. So, genau, richtig. Aufpassen, da sind ja die Dings. Die Suchenden. Ja, die sind auch schon hinter mir her mit... Ach, Leute. Und ich kriege auch noch die Pfeile in den Rücken. So, gut, hinterm Baum getarnt. Haben wir ja hier. Ah, shit. Okay, sehr gut. Schnell was trinken. Nein, ich gehe gleich auf Unwetter. Quatsch. So, keine Mana für Unwetter. Das dauert mir alles zu lange. Ja, schon aufgetaut. Guck, bleib mal hinterm Baum. Okay, er hat schon mal einen erwischt, aber die anderen stehen danach. Also nochmal ein Eisblock bitte. Nein! Du sollst einen Eisblock wählen. Toll, Eisblock habe ich nicht mehr. Aufgebraucht. Nicht auf die Blutfliege. Ich mach dich fertig, Mora. Oh, renn wieder nicht. Ah, und da ist noch ein... So ein... Ja, da ich keinen Eisblock mehr habe, versuche ich mal mit einem Steingolem. Leicht. Rennt er ja dahin. Okay, bis hierhin. Okay. Da läuft er hin, der Steingolem. Immer mal gucken, was passiert. Okay. Oh. Komm, gefährlich nahe. Ja, heavy. Nicht dich. Oh, hier. Ja, wunderbar. Super. Klasse, danke. Und du hast dann noch ein bisschen steiniges Leben. Yep. Dann pass auf, dann folge mir mal, weil hier ist nämlich noch einer. Oh, der hat sogar eine Armbrust gezogen. So, komm. Okay, dann werde ich mal von... oben kommen. Mensch. Okay. So, du störst hier nicht mehr. Da geht das Höhle. Och, ein Glück. Muss ich aber aufpassen, dass mein Steingolem hier die Sagitta hier nicht. Ja. Pff. Oh, hier liegt dann noch eine Armbrust und ein Bolzen. Achso! Die hat sich jetzt. In Stein aufgelöst. Ja, dann speichere ich meine Runde und dann geht's endlich zu Sagitta. Denn, ups, hier sind ja noch Dunkelpilze. Ich möchte zu Sagitta gehen und mir nämlich noch einen Permatrank beibringen lassen. Wo ist denn Sagitta? Ach, da ist sie ja. Sagitta, du trinkst heute keine Sangrita. Ist ein Tomatensaftgetränk. So, kannst du mir deine Kräuterkunst beibringen? Ich kämpfe gegen die Orks. Aus diesem Grund ist es für mich wichtig, die Kräuterkunst zu beherrschen, um mich heilen zu können. Könntest du mir diese beibringen? Ich achte auch dafür darauf, dass keine Orks deiner Höhle zu nahe kommen. Ich danke dir. Und nun frag mich, was du über das Tränkebrauen wissen willst. Ach, diese schöne, weise Stimme. Welche Rezepturen kannst du mir beibringen? So, Elixier der Geschicklichkeit. 25 Lernpunkte. Das sollte auf jeden Fall gehen. Gut, welche Waren hast du denn welche noch anzubieten? Welche Ware hast du anzubieten? Sag mir, was du willst. Dann gucken wir mal. Verwandlung Feuerwaran, Verwandlung Ork. Boah, Ork. Bringt mir das was? Eigentlich nicht. So, reine Lebensenergie. Reines Mana. 2500! Junge, Junge, ist das teuer! Oh. Nee, okay, lassen wir es erstmal hier bleiben.
So, dann geht's gleich zum Alchemietisch, der hier ist. Da wollen wir uns mal diese Geschicklichkeitstränke brauen. Da bin ich mal gespannt, wie viel ich denn machen kann. 10-mal Trank des Geschicks. Ich weiß nicht, habe ich so viel? Nein, habe ich nicht. Das heißt also, ich muss jeweils einzeln Geschicklichkeitstränke machen. Das werde ich dann überspringen. So, dann gucken wir mal, wie viele konnte ich denn eigentlich? 6 Stück konnte ich. Ah, das gibt 18 Geschick. Na, die werde ich doch auch mal alle trinken. Dann haben wir schon mal 18 Geschick. Dann habe ich ja 118 insgesamt. Dann fehlen mir nur noch 2 Geschickboni. Dann werde ich den Gürtel machen. Ja, und dann müsste es klappen. Aha, klasse. So, dulle. Sehr gut. Genau, 118 Geschick. So, dann werden wir mal Flux zum Großbauern hin. Und die Suchenden außer Acht lassen. Aha, scheiße, geil. Dann werde ich auch mal an die Werkbank gehen. Dann machen wir Gürtel des Geschicks. Roland Upgrading. Gürtel herstellen. Bin ich gespannt, ob das so klappt, wie ich möchte. Geschickt Gürtel. 10 Leder 2, schwarze Perle geschickt. Schwarze Perle habe ich, glaube ich, mehr als 2. Ich glaube 5 oder sowas. Oh. Zu wenig Rohstoffe? Warum? Ganz einfach. Ich habe nur eine nasse Tierhaut. Ich muss es aber doch noch zum Trocknen aufhängen. Meine Güte. Wo geht das denn jetzt nochmal? Kehren wir zurück an Bord. Gut, es geht sofort los. Da sind wir ja. Und dann geht's bei uns in die Kajütenei. Richtig, hier ist offen. Mann, oh Mann, oh Mann. Echt, ey. Das habt ihr wahrscheinlich bestimmt schon gesehen, als ich nur das Leder sauber gemacht habe. Und noch auf diesen Moment gewartet habt. Okay, nasse Tier aufhängen. Dass ich euch da schon hätte nasse Tierhaut aufhängen können. Mann, oh Mann, okay, jetzt habe ich 10 Tierhäute getrocknet. Hier haben wir dann eine Werkbank. Und jetzt machen wir den Gürtel des Geschicks. Mein Gott, was eine Arbeit. So, hoffentlich klappt's. Ja, haben wir. Dann gucken wir doch mal, wo haben wir denn den? Also, wir haben den Gürtel der Kraft, den legen wir mal ab. Und hier ist Gürtel der Geschicklichkeit. Hervorragend, das bedeutet, ich kann endlich den schwarzen Degen anlegen. Und der gibt sogar hier ein Handtalent. Geht das denn auch mit dem neueren Bogen? Gucken wir mal, ob ich einen besseren Bogen habe. So, den Buchenbogen, ja, benötigte Geschicklichkeit 110, den Knochenbogen 120. Perfekt. Aha, sieht doch gut aus, der Knochenbogen. Auf geht's weiter. Abgegradet können wir jetzt rüber wieder nach Varant. Wohin können wir jetzt sehen? Bestimme den Kurs. Ja, Varant. So. Segeln wir zu der Südwestküste von Varant. Gut, wir werden sofort lossegeln. Sehr schön. Hey. Jipp, und dann segeln wir wieder zurück nach Varant. Ich segle jetzt wieder zurück nach Varant. Genau. Gut, Innos möge dich beschützen. Danke. Na ernst, was hockst denn da rum? Ah, ich muss wieder einrendern. Aber dann sehen wir uns wieder an der alten Stelle. Oder ich bestatte. Oder ich werde den Ogern mal einen Besuch abstatten, weil ich vermute, dass da ganz viele Perlen sind. Ich vermute es nur. Ja, da sind sie ja schon. Mal gucken, ob einer herauszulocken ist. Und eventuell, na komm her. Genau, richtig. Hier hängen bleibt. Ja, der ist dumm. Das ist gut. Nehmen wir mal unseren Bogen. Versuchen den mal mit seinen wild geschminkten Lippen mal. Shit, das Ding prallt da ab. Ah, bringt nichts. Hau ab! Und mit meinem schönen Degen? Ob das mit meinem schönen Degen funktioniert, weiß ich nicht. Oh, jetzt hängt er da wieder rum. Oh, 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 oh. Nee. Je höher dein Mana ist, desto stärkere Zauber kannst du wirken. Ist doch klar. Dann werden wir mal einen Oger mal anlocken und mal probieren. Komm. Wunderbar. Ob du hier hochkommst.
währenddessen du da unten rumstokelst, könnte ich doch eigentlich dich beim Feuerball, Feuerpfeil. Ja, klappt. Okay. Wunderbar. Sehr gut. Ogre gibt's ja nix, aber nur einen Morgenstern, ne? Nicht ja, so. Ja, genau. Das werde ich dann mit den anderen genauso machen. Ja, der letzte ist noch hier. Alle Wesen. Sehr schön. Dann holen wir noch den Morgenstern und dann gucken wir mal hier die Höhle ab. Ich glaube, als ich hier angelockt habe, so im Off, da gab es halt eben ein paar Perlen auf dem Boden. Wenn das die Perlen sind, da ist zum Beispiel eine. Und hier ist noch eine. Also ist das die große Höhle, von der Rotbart sprach. Ach ja. Okay, dann werde ich hier mal die Perlen aufsammeln. Im Off. Ne, hier so quer durch die Gegend zu rennen und zu gucken, wo hier noch welche sind, weil das ist eine große Höhle. Und dann sehen wir uns später wieder. Die Höhle war ja noch gar nicht zu Ende. Hier stand nämlich auch noch ein Ogre. Den habe ich auch vom Felsen mal fertig gemacht, denn hier geht es noch weiter. Oh, hier gibt es sogar Aquamarin. Ich habe bis jetzt nur 3 Perlen gefunden. Aber hier wird da bestimmt noch mehr sein an Perlen. Vielleicht noch mehr Ogre. Ogre nicht. Das ist die große Frage. Hm. Gibt es nicht hier irgendwo eine große Perlenansammlung? Was ist das? Pilz. Gucken wir weiter. Spannend wird's ja. Hier vielleicht? Nein. Hm. Ja, es ruckelt ein bisschen, ich weiß. Dunkelpilz. Also das ist ja ein riesen Höhlenkonstrukt hier, meine Herren. Der. Was ist denn? Hey, who are you? Bist du ein junger Leopard? Weg, 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 weg. Ja, Überraschung, Überraschung. Okay, erstmal abspeichern. Es stellt sich mir natürlich die große Frage, ob dieser Leopard, der da vorne ist, ein junger sogar, ob der gefährlich ist. Okay, es ist ein jüngerer. Okay, da geht der Fall mal wieder vorbei. Anbraten ist nicht. Sieht von Weitem richtig hübsch gezeichnet aus. Kratzt sich hinterm Ohr. Ja, wie ist es denn jetzt? Okay, er kommt angerannt. Oh, ist der hübsch. Hammer. Moment mal. Leopardenfell. Ich habe mal in meinem Inventar noch ein Fell eines Säbelzahntigers. Dann gucken wir mal, ob es noch mehr Leoparden gibt. Oder Junge. Also Varant ist nicht nur groß. Da ist was. Aber das sieht nicht nach Leopard aus. Das sieht eher was mit was Schwanzigem aus. Wüstenrad, ja, das siehst du. Okay. Gucken wir mal. Ach, noch mehr Wüstenratten. Sind die scheiße oder sind die kacke? Ich weiß es jetzt nicht. Nee, die waren nicht so schwer. Die hatte ich ja schon am Strand gehabt. Und weg damit. Gleich mal gucken. Ja, gibt rohes Fleisch. Gleich mal gucken, wie viele Erfahrungspunkte ich noch brauche. Das ist nicht mehr so viel. Na, verwinkelt hier. Ja, als hätte ich es gewusst. Da ist ein, wie heißt das Vieh nochmal? Ein Feuerwaran. Da will ich jetzt mal speichern. Und mich dem Feuerwaran stellen, aber erst wenn ich da bin. Ich habe jetzt keinen Bock, den Geschwindigkeitsring wieder an- und abzuziehen. Los, komm. Also, läuft doch. Was liegt denn da rum? Alien-Eier oder wie? Oh, meine Energie. Uhu. Ja, es gibt noch mehr. Ich höre noch mehrere. Hä? Ach nee, das sind Schildkröten? Irgendwo ist noch einer. Wahrscheinlich hier oben. Aber was?
Ach ja, Schildkröten. Wir hatten hier eine Schildkrötenzucht aufgemacht. Tut mir leid, machen wir euch mal alle wegen der Erfahrungspunkte platt. Das ist gut. Man kann erkennen, wenn sie auf dem Rücken liegen, dass du sie gekillt hast. Mal ein bisschen looten das Ganze schnell. Zack, 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 zack und zack. So. Dann müsste hier noch was sein. Weil ich höre ihn schon groanen. So, das ist ein Wüstenwaran gewesen. Aber da wo einer ist, ist noch einer. Okay. Heimatland ist das, eine große, verzwickte Mühle. Wühle, Hühle, Mühle. Rechts oder links? Das ist die große Frage. Erstmal rechts rum. Hä? Ach! Da ist das Ungeheuer! Und ich habe dummerweise mal wieder überhaupt nicht gespeichert. Du benötigst magisches Wissen, um die Kreise der Magie zu lernen. Ja, merken. Ja, wer erkannt hat und genau hingeguckt hat, hat natürlich gesehen, dass wir diese schreckliche Kreatur haben. Ah, Mann. Diese schreckliche Kreatur aus Gothic 2. Die werden wir mal eben ungeheuern. So, los, weg. 450 nur, super geil. So, was haben wir denn hier als Beweise? Krallen, Haut eines Reptils, ja. Okay, dann haben wir das Ungeheuer auch gekillt. Und hier gibt es Perlen. Und sonst nix. Okay, speichern. Und dann gehen wir in die andere Richtung. Also von hier sind wir gekommen und hier gab es ja nochmal die linke Möglichkeit. Also die Möglichkeit nach links abzubiegen, meine ich. Wobei wir hier natürlich auf einen lustigen Feuer oder noch mehr Warane treffen. Oh oh, macht mich nicht so kalt hier. Wüstenfeuerwaran. Da ist noch einer, da ist noch ein anderer Waran. Gucken wir mal. Da sind beide auf mich aufmerksam geworden. Oh, immer dieser blöde Ring. Mal gucken, vielleicht bleibt mal einer irgendwie ums Eck hängen. Mal bessere Chancen. Nein, es kommen beide mit. Und beide haben wir auch schön in der Hitze des Gefechts kaputt gemacht. Super, okidoki, weiter geht es. Und natürlich fressen und speichern. Schritt für Schritt kommen wir der Sache näher. Aber wie nahe? Und an was? Das stellt sich die Frage. Oder komme ich jetzt auf eine andere Seite raus? Das ist auch wieder eine große Geschichte. Oh, Lurker. Mitten im Wüstensand. Warum? Die sind doch eigentlich immer am Gewässer. Jetzt sag mir nicht, dass es ein Wüstenlurker ist, ne? Ein Sandlurker oder so. So. Okay, wieso hatte ich denn jetzt gerade eben doppelte Erfahrung? Oder habe ich jetzt fünfmal falsch gesehen? Ach, ich blute wieder wie Sau. So, bevor es hier weitergeht. Ich sehe hier gerade, ich habe hier 34 Minuten Brutto-Spielzeit. Ich hatte auch jede Menge Fehlkämpfe gehabt. Und hier ist noch meine Perle. Das ist schön. Das heißt also, wenn die Perlen hier so richtig schön überall verteilt sind, dann heißt das, dass die Höhle eventuell noch größer ist. Aber hier schon mal sandiges Gebiet. Das ist schön. Tritte sind auch leiser geworden, die Musik mystischer. Und hier bin ich jetzt. Hä? Wo bin ich denn jetzt rausgekommen? Ist das neu oder wie das wieder so? Bin ich im Kreis gegangen? Auf diese Frage könnt ihr gerne eine Antwort geben. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Danke fürs Zusehen. Danke für eure Kommentare. Waren echt hilfreich. Gebt mir einen Daumen. Schreibt einen Kommentar und bis zum nächsten Mal. Ciao, euer David.